Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte auf diesem Marsch. Wir starten heute die zweite Folge am Sonntag. Ich wünsche allen, die noch nicht gesehen haben, auch einen schönen Sonntag. Ja, wir werden jetzt schnell und fix ein paar Ballen sammeln. Wir flügen aktuell auf Feld Nummer 3. Mehr schlecht wie recht, weil da tut sich schwer der Traktor. Da der Boden so nass ist. Wir düngen auch noch auf Feld 2. Tank ist voll. Ja, ansonsten Ballen sammeln. Und die restlichen werden noch gepresst. Mit den nächsten Wiesen warte ich noch ein bisschen ab. Aber es wird gar nichts anderes übrig bleiben. Oder ich mache hier nachher Mais oder Sonnenblumen wäre eine Möglichkeit. Ah, ist noch bei. Gut, dann Flügel ist auch noch bei. Mal rein gucken. Aber da tut sich schwer mit nassem Boden, das ist richtig ungünstig. Es kann aber auch daran liegen, an der Ausführung Wales, ne, dass da entsprechend feuchter ist. Aber das Wetter ist ja im Prinzip zufällig regeneriert, kann man sagen. Also, na, hier ist er fast fertig. Dann werden wir hier gleich mit der Aussaat beginnen. Mal gucken, ob wir einen freien Traktor haben. Da werden wir den anderen gleich nehmen. Den hier. Denn der ist. Na gut, der hat jetzt auch gemäht. Also von daher, wenn der Radius ein bisschen vergrößert und dann ging es auch. Brachte mir richtig so Weißglut. Dazu wäre er gerade ausgefahren. Gut, den werden wir erstmal wegstellen. Kein Gewicht da, ne? Oder wie viel geben den gleich zurück? Können wir auch tun. Das Werkzeug ist schön sauber. Ja. Das stellen wir hier mal ab. Den Traktor haben wir gleich Verfügung, ne? Nö. So, vorne. Ich meine, zur Aussaat brauchen wir kein Gewicht, das ist nicht notwendig. Na, wo? Ja, bei den Kühen überlege ich noch, was dann kommt. Zwar Kälber gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, ne? Männer oder Weiblein. Weiblein, ja. Naja, was macht man normalerweise, wenn man einen jungen Kälber hat? Die geben noch keine Milch, die müssen noch 2 Jahre wachsen. Im groben Sinne. Das heißt, die müssen eigentlich einen Extrastall. Das heißt, sie werden noch einen Stall bauen, Kuhstall. Ja, am besten gleich zwei. Ein, also wenn man muss schauen, wenn wirklich die Kälber kommen, da erkennt man ja Alter. Würde man einen Kalbprinzip umsiedeln zum so, hier ist jetzt angekommen. Hier können wir den alten Kurs nehmen. Der ist zwar noch 1 Meter schmaler, aber das macht ja nichts. So, gedüngt 33%. Ach man. Letztes Wurf Getreide, ja. Das ist Getreide ungünstig, ne? Oh. So, dann nehmen wir mal runternehmen hier. So. Fahren wir mal zum Hof, beziehungsweise vom Feld runter. Können wir löschen.
schon mal rechne. Ja, da fahren wir hier durch. So, da brauchen wir noch ein bisschen. Da war nicht aus. Und ein paar Ballen noch runternehmen hier. Wieder noch ein. Ein. Gut. Hoffe nur, dass es gut geht. Na gut, machen wir eh nichts. Fahren wir jetzt vom Traktor vor, da brauchen wir nicht springen. So. Sauberle! Ja, der Dünger ist voll, ist fertig. So. Wir werden hier mal an. Aussaat, Feld 1. Fängt er an. Ja. Was habe ich gedacht? Das ist nicht typisch. Ach, da hat er begonnen. Ja gut, das passt ja eh. Mal schauen, ob der mit der Breite hinkommt. Ja, gut. Gut, das klappt nicht. Da werden wir gleich Kurs löschen. Was so ein halber Meter ausmacht. Und das löschen den Kurs. Ein bisschen zurück. Schauen wir nach vorne. So. Feld 1. Vorgewende machen wir auch euch dreimal. Weich ist okay. 15 Meter Pass eh. Wie lange? Steht nicht, macht nichts. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, da geht gleich wieder schief. Da müssen wir ein bisschen mehr nach rechts fahren. Wir löschen den Kurs nochmal. Der Startpunkt ist ungünstig, der wird gleich festhängen. Das bleibt uns ja immer erhalten, ja, später, wenn wir speichern. Sieht aber recht nicht gut aus. Was haben wir eingesehen? Die erste. Also wie vorgesehen ist. So, das sieht mal ganz gut aus. Ein bisschen nacharbeiten müssen wir sowieso. Jetzt werden wir gleich speichern. Aus, ja, es fehlt. Denke ich mal. So, eins. Speichern deswegen für die Zukunft und was wichtig ist, wenn wir die Folge nicht ganz schaffen, dass wir das nächste Mal gleich wieder zur Not laden können. So, der quält sich mehr oder weniger, ja gut,
Kann man nichts machen, ne? Der ist fertig. Dann werden wir gleich auf Feld Nummer 15 gehen. Fahren. Da können wir düngen, damit wir eine maximale Stufe hinkriegen. Beginnen wir gleich hier vorne. So, da sind wir. Werden wir den alten kurz löschen, sonst fällt er wieder zurück. So, das ist auch bei. Ersten Wegpunkt, der passt. Also düngen klappt eigentlich immer. So. Zeit, 2 Minuten, na, das machen wir heute auch fertig. So. Der schafft er heute auch noch. Und hier holen wir die Ballen. Mahlzeit, Entschuldigung fürs Schluck auf oder ups. Ja, wenn man was isst, dann kommt man hier was hoch, ne? Ja gut, denk noch Wasser drauf. Ja, ein paar Ballen werden es noch. Hauptsache, die werden kein Mist. Sonst wäre es äußerst schlecht. Aber gut. Wir können ja eh nichts machen. Wir müssen ja hier mit dem jetzt klarkommen. Weil. Wir können ja nur ganz schlecht. Lange warten. Sonst haben wir hier mit der Aussaat, mit unserem Getreide. Ganz schlechte Karten. Also laut, was ich mal gehört habe, soll das 30 Stunden dauern, bis die Ballen Silage werden. Ich kann mir jetzt auch irren, ne? Das heißt Ingame-Stunden, also jetzt auf Stufe 5. Ne, Geschwindigkeit 1, also wenn du heute den ganzen Tag, also bis Mitternacht und morgen den ganzen Tag. Wäre ungefähr 0 grob geschätzt, ne? Wenn das vorher kein Mist wird und durch die Feuchtigkeit, dann haben wir Pech. Das ist keine Silage, das ist ein Mist. So, die Ballen hätte ich alle
Ja, noch nicht ganz fertig, ich muss noch einmal fahren. So, was? Ich wollte ja an die Gärflüssigkeit verarbeiten. Traktor habe ich da, aber da brauchen wir einen großen, schweren dafür. Dann gucken wir erstmal unser, was wir da kaufen wollen. Güllefässer. Ich wollte einen möglichst großen Güllefass kaufen. Und zwar, um das auf dem Acker aufzubringen. Das wäre so eine. Den dazu und dann das ist schöne Breite. Pflegebereifung. Da können wir dann, wir hauen ja die Gülle vorher auf, also das machen wir. Oh, das ist verkehrt. Den hätten wir kaufen müssen. Oder? Der hat 25. Nimm den. Garage. Kaufen. Ja, so ist das. Noch mehr nicht. Den wollte ich haben. Gibt da noch einer? Der ist komplett. 30.000. 30.000. 30 Liter. Ah, dann nehmen wir den. Hat auch Pflegebereifung. In dem Standard. 240 PS, dann müsste unser Alltag auch gehen. Der noch steht am Hof. Unser. Dann knallen wir hier ein bisschen was drauf, ne? Unsere Gärflüssigkeit. Wo ist er hin? Okay. Erstmal genehmigt, ein bisschen eilig. Die Bahn lassen wir hier stehen. Auf dem Feld. Aber können wir den Traktor auch gleich nehmen. Geht ja auch. Können wir ja gleich. Ja, es ist schön Regen, ne? Wenn wir Regen brauchen, dann kriegen wir keinen. Dann gibt es Dürre. So, fahren wir die Ballpresse zum Hof. Normalerweise hatte ich gesagt, wir mähen nochmal die Wiesen 25, 27, 21. Aber da ich mir nicht genau sicher bin, ob das hier alles so schön auch funktioniert, das heißt, dass die Silage auch Silage wird, befürchte eher, dass Mist wird, mache ich das so. Dafür eine Gärflüssigkeit ausfahren. Aber denk mal, das schaffen wir heute nicht mehr, in der heutigen Folge. Sondern morgen. Genau, Montag. Montag. Lange hin. Warum wollen die nicht so wie ich will? Genau. Ein hoher Leiter Gärfass. Ach, wir wollten ja mit der Aussaat der Dünger fertig kriegen. Ach so. Das machen wir natürlich auch noch fertig, also das Düngen erledigt ist. Wir brauchen da nicht nochmal anfangen. Das machen wir noch fertig, auch wenn es ja piept.
Ja. Oh, Wiese fahren geht nicht. Ja, Fruchtzerstörung. Also packen wir hier ein. Na, hier können wir fahren. Wir holen mal unser. Da können wir auch fahren. Unser neue Errungenschaft. Güllefass. Und dann werden wir gleich Richtung Feld Nummer 13 fahren und schon mal einmal düngen. Das sollte eigentlich dann dreimal gedüngt sein. Eigentlich. Mal probieren. Oh, geh gleich ran. Passt ja eh. Denn der Dünger ist ja kostenlos, ne? Da können wir ja gleich verarbeiten. Ah, oh, die ist ja schon fast fertig. Sieht gut aus. So springt er ein bisschen wie ein, ne? Mal schnell, mal langsam. Ist halt so, ne? Ja, der arbeitet noch. Dann holen wir uns mal unsere Gärflüssigkeit. Das Ding dürfte voll sein. Reicht doch. Vogelsang. Es singt ein Vogel. Piep, piep. Jupp. Müsste man sich im Prinzip überlegen, ob man so eine uns öfter macht, entsprechend so ein Lager schafft, ne? Weil 13 ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Spätestens bei der FIFA macht, da muss man sich überlegen, ne? Also die Zeit geht doch verdammt schnell, ne? Aber das mache ich diesmal anders. Wenn ich weiß, dass die Felder. Oh, eiert. Wenn ich weiß, dass die Felder zum Beispiel doch nicht weiter reif werden. Also was das die Fruchtstufe angeht. Ich meine, ich werde mal jetzt beobachten, ob die diese kleinen Wiesenfelder. Da werde ich mal schauen, ob sich da eine Entwicklung tut. Und dann kommt da halt zur Not Mais rein oder Sonnenblumen. Das kann ich ja noch aussehen im ersten Sommertag. Das sollte da funktionieren. Müssen wir bei Gelegenheit einen neuen Fuhrpark anschaffen mit größeren Maschinen. Da ist auch noch ein bisschen bei. Ein paar Ecken wollen wir nacharbeiten, das ist leider so, ne? Ich glaube, die 13 ist dann alles dann ausgesät, ne? Wenn es fertig ist. Na gut, die 3 muss ja auch noch. So, schauen wir gleich. Machen wir auf, dann gehen wir gleich auf. Machen wir gleich selbst. Oh! Also Leute, ich sag mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Danke fürs Reinschauen. Bye bye.